Willkommen im Tempel der Schriftrollen, wo Dokumente aufgehoben werden, die bis an den Anfang der Zeit zurückreichen. Diese Rollen enthalten die gesammelte Weisheit der Antike. Komm, ich zeig dir eine. Diese Geschichten sollten mächtigen Königen und einfachen Untertanen gleichermaßen guten Rat geben. Es sind Tierfabeln. Aber die Tierfabeln verkörpern menschliche Charaktere. Die Geschichten über menschliche Habgier und unmenschliche Strafen wollen uns Lektionen erteilen, von denen auch du lernen kannst. Such dir eine Fabel aus und hör zu. Der Hund und sein Spiegelbild. Ein Hund, der beim Fleischer ein saftiges Stück Fleisch gestohlen hatte, war mit sich und der Welt sehr zufrieden. Auf dem Nachhauseweg überquerte er einen Fluss. Dort sah er im Wasser sein eigenes Spiegelbild. Da dachte der Hund, ein anderer Hund mit einem Stück Fleisch. Wenn ich mir das Stück auch noch schnappe, habe ich für 2 Tage genug zu essen. Als aber der Hund nach dem Fleisch in seinem Spiegelbild schnappte, fiel sein Stück aus seinem Maul heraus. Es sank auf den Boden des Flusses. Der Hund sprang hinterher. Bald musste er um sein Leben kämpfen. Und gerade noch rechtzeitig erreichte er das Ufer. Nass und hungrig saß er da. Hätte er sich nur daran erinnert, dass derjenige, der nach dem Besitz eines anderen trachtet, seinen eigenen dabei verlieren kann. Wer nach dem Besitz eines anderen trachtet, verliert dabei oft seinen eigenen. Pass also gut auf, dass du das, was du hast, nicht verlierst, indem du versuchst, etwas zu bekommen, das einem anderen gehört. Wenn du alles haben möchtest, wirst du am Ende gar nichts bekommen. Die Vögel, die anderen Tiere und die Fledermaus. Es gab einmal eine Zeit, als die Vögel und die anderen Tiere gegeneinander Krieg führten. Mitten im Krieg flogen die Vögel an einer Fledermaus vorbei, die allein auf ihrem Ast hockte. Komm, mach mit bei unserem Kampf, forderten sie sie auf. Aber die Fledermaus antwortete nur, ich bin ein Tier. Also zogen die Vögel ohne sie fort. Später, als die Tiere an der Fledermaus vorbeizogen, forderten auch sie sie auf. Komm, mach mit bei unserem Kampf. Diesmal antwortete die Fledermaus, ich bin ein Vogel. Also zogen auch die Tiere weiter. Die Fledermaus war mit sich sehr zufrieden, denn sie hielt sich so aus dem Kriegsgeschehen heraus. Dann geschah etwas völlig Unerwartetes. Die Vögel und die Tiere schlossen Frieden. Der Krieg war vorbei. Als sie vom Frieden erfuhr, flog die Fledermaus zur Siegesfeier der Vögel und bat darum, mitfeiern zu dürfen. Aber die Vögel wollten mit ihr nichts zu tun haben. Du hast nicht mit uns gekämpft, also darfst du an unserer Siegesfeier auch nicht teilnehmen. Die Fledermaus kam sich wie eine Ausgestoßene vor.
aber sie hatte eine Idee. Sie flog zur Siegesfeier der Tiere und bat darum, mitfeiern zu dürfen. Aber der König der Tiere antwortete, »Du hast nicht mit uns gekämpft, deswegen darfst du an unserer Siegesfeier auch nicht teilnehmen.« Und damit jagten auch die Tiere die Fledermaus davon. Seit jenem Tage haust die Fledermaus tagsüber in Höhlen und hohlen Bäumen. Vor Einbruch der Nacht wagt sie nicht, sich im Freien zu zeigen. Sie erkannte zu spät, dass derjenige, der weder das eine noch das andere sein will, keine Freunde hat. Die Irrgärten.
Musik.